Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jedi Survivor. So, wir gehen ins Archiv. Da sollen wir hin zurück. Dann machen wir das auch. Einmal. Hier. Allerdings, bevor wir zu hier gehen, haben wir hier tatsächlich auch nochmal einen Bereich, in den wir bis jetzt noch nicht gehen konnten. Doch, da oben. Nee, warte mal. Wie kam ich denn jetzt? Oh, jetzt muss ich noch kurz überlegen. Ich kann vielleicht einmal kurz ein Stück schummeln. Kann ich ein Stück schummeln? Dann komme ich nämlich. Nee, auf der anderen Seite. Okay. Hätte auch den Weg laufen können, alles klar. Hier durch. Na komm. Gib Stoff. Okay. Eine Kiste. Ich bin nach oben. Rückwärtsschalter. Okay. Ich habe letzte Nacht mehr Patrouillen gehört. Oh. Es klang wie eine Stampede. Ich konnte nicht schlafen. Verstehe. Du hast vermutlich geschlummert wie ein Ackjunges. Für die Imperialen sind wir Dünenratten in unseren Gängen. Sie können nicht jagen, was sie nicht sehen. Und sind blind für das subtile Leben der Wüste. Ich hoffe, du hast recht. Grüble nicht über das Imperium nach. Konzentriere dich auf die Aufgaben, die vor dir liegen. Eigentlich kein schlechter Tipp. Wie lange das wohl schon hier war? Lang genug, ja. Ganz genau. Man erkundet oder man findet hier mal wieder Neues. Warte mal, hier soll ein Weg sein. Ah. Warum auch immer man nicht einfach durch die Tür gehen kann. Ich denke, Schwester Task würde gerne mal einen Blick darauf werfen. Und nochmal. Schön, noch mehr Macht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir jetzt auch hier drin alles erledigt und sind dann damit erkundungstechnisch bis auf diese Tür fertig. Die kommt bestimmt, wenn sie dann irgendwann das Archiv räumen müssen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass genau das passieren wird. Mit Seer reden, dann erzähl mal. Seer. Wir konnten Amias nicht retten. Er hat sein Leben hierfür gegeben. Mein Beileid. Ich weiß, du hast dein Bestes getan, Kerl. Und das Imperium hat uns nicht verfolgt. Hey, Schrottsammler. Schön, dass du noch ganz bist. Meister Cordova, habt ihr nun einen Weg durch den Abyss? Nein. Doch du vielleicht, Kerl. Bode und ich sind im Archiv auf einige interessante Daten gestoßen. Präsentieren wir den Fund. Aha. Vor Jahrhunderten gründete die Republik eine Kolonie auf Kobo, um eine Sternenanomalie zu untersuchen, die als der Abyss bekannt ist. Santari Cree leitete das Forschungsteam. Das ist sie. Die ersten Versuche, durch den Abyss zu navigieren, endeten im Desaster. Die Republik stand kurz davor, das Projekt wieder abzubrechen. Du wärst dann wohl freiwillig hineingeflogen und hat auf der anderen Seite einen Planeten entdeckt. Dagen. Mit den Daten seiner Reise erfand Cree den Abyss-Kompass, um andere sicher nach Tanalar zu bringen. Die Republik gründete dort eine Ansiedlung, die Jedi bauten einen Tempel, genau wie du gesagt hast. Leider endete eine Zeit voller Frieden und Wohlstand, als Marodeure aus dem Outer Rim angriffen. Ja, die habe ich auch gesehen, aber wie kamen sie durch den Abyss? Wohl nur mit einem gestohlenen Kompass.
Keine Sorge, wir sind nicht so unvorsichtig. Wegen der Übermacht gab die Republik Tenalore auf. Und der Rat der Jedi befahl Kree, die Kompasse zu zerstören. Dagan Gera weigerte sich und begehrte gegen den Orden auf. Das ist ein Gendai. Sie verbünden sich nicht oft mit anderen Spezies. Anscheinend arbeitet Ravis schon länger mit Dagan zusammen als gedacht. Also hat der Orden Jedi geschickt, um die Kompasse sicherzustellen. Und Dagan brachte sie deswegen um. Ein Jedi, der andere Jedi tötet. Aber Santari hat gesagt, dass Dagan der Schlüssel nach Tenalore ist. Vielleicht stimmt das auch, junger Jedi. Trotz aller Bemühungen konnte ich die Kompasse, die du mir gebracht hast, nicht reparieren. Jedoch sind laut den Aufzeichnungen 3 davon verschwunden. Da draußen könnte es also noch einen geben. Ja. Dagan hat seine Armee auf die Suche danach geschickt. Ihr könntet bleiben und uns helfen, aber ich kenne diesen Blick. Welchen Blick? Hoffnung. Dieser Planet ist eine Zuflucht für alle, die sich gegen das Imperium auflehnen. Also kommt ihr mit uns? Ich meine, Grease könnte auf der Mantis Platz machen. Für alle. Nein. Dieser Ort braucht mich. Der versteckte Pfad braucht mich. Cordova? Es tut mir leid, mein Freund. Im Moment ist mein Platz auf Jeddah mit Zier. Ich gebe dir einen Datenstick, damit du auf unsere Daten Zugriff hast, wo immer dich deine Reise hinführt. Lass mich raten. Du willst auch bleiben? Als wir uns kennenlernten, dachte ich, das, was uns verbindet, ist einzigartig. Überlebende. Im Kampf gegen das Imperium, das uns die Familien genommen hat. Ja. Dank dir weiß ich, ich bin nicht allein. Ging mir genauso. Doch die Galaxis ist voll mit Leuten, die unser Schicksal teilen. Wie es hier schon sagte, vielleicht hast du eine Zuflucht für sie gefunden. Vielleicht, wenn wir einen Weg finden. Ich begleite dich. Außerdem ist es schon wieder viel zu lange her, dass Grease die Haare zu Berge stehen. Wir sehen uns auf der Mantis, Schwester der Nacht. Der Abyss-Kompass. Ein von Centauri Kree erfundenes Gerät zur Navigation im Kobo-Abyss. Der Kompass verwendet die Koordinaten, die während Dagan Geras Blindflug nach Tenalore erfasst wurden. Der Rat der Jedi befahl nach dem Überfall der Nihil auf Tenalore die Zerstörung sämtlicher Abyss-Kompasse, weil er sicher war, sie hätten einen gestohlen, um den Abyss zu durchqueren. Okay, Suche auf Kobo nach dem Kompass. Ich würde ganz gerne einmal, kann ich mir die Karten angucken. Ich will aber nicht die Karte von Kobo haben. Also hier ist so ein Gerücht. Oh, sie nach Pili auf dem Dach. Ja gut, wir wollen eh nach... ich will möglicherweise nach Kobo. Untergang von Dagan Gera. Als der Rat die Jedi die Evakuierung von Tenalore und Kobo befahl, konnte Dagan Gera das nicht akzeptieren. Trotz Antaris Protesten lehnte er sich gegen den Rat auf. 200 Jahre später fand sein Hass auf den Orden seinen Höhepunkt, als er den Kyber-Kristall seines Lichtschwerts korrumpierte und sich selbst zum eingeschworenen Feind der Jedi erklärte. So, Jeddah haben wir jetzt 88,6% fertig. Das, was uns noch fehlt, kriegen wir, wenn wir die Druiden machen können, nehme ich an. Galaxis. Wir haben Coruscant, da können wir... Ich habe irgendwas auf Coruscant nicht erkundet. Okay, ich habe was auf Coruscant nicht erkundet. Eine rote Tür. Ein Laserschild. Noch ein Laserschild und noch eine rote Tür. Noch ein Laserschild. Ich habe ein bisschen was auf Coruscant nicht erkundet, aber erst wenn ich die roten Türen auch noch irgendwie geöffnet kriege, macht es Sinn, dorthin zurückzukehren. Dann haben wir noch den zerstörten Mond. Gib mir die Planetenkarte. Auch der ist noch nicht vollständig erkundet. Ein Schild, wenn ich das richtig sehe.
Und, nee, das Schild ist nicht das Problem. Es scheint eine Abkürzung zu einem Bereich zu sein, in dem ich schon gewesen bin. Problem ist die Tür, die ich nicht geöffnet kriege. Okay. Also ist Kobo unser Ziel. Loyalität. Obwohl es hier das Potenzial in Kells Suche nach Tenderloy erkennt, beschließt sie, auf Jada zu bleiben, um das Archiv zu leiten und die loyalen Anachoreten zu schützen, die ihr dienen. Jedi-Forscher. Cordova erweist sich als fähiger Forscher und hilft der Gruppe, das Geheimnis von Tenderloy und den Weg durch den Abyss zu ergründen. Der Abyss-Kompass. Boat und Meister Cordova wollen ihre Erkenntnisse mitteilen. Santari Cree hat einen speziellen Kompass geschaffen, um durch den Kobo-Abyss zu navigieren, damit die Jedi der Hohen Republik auf Tenderloy einen Tempel errichten können. Doch aus irgendeinem Grund wurde der Planet von Angreifern der Nihil überfallen und die Jedi mussten sich zurückziehen. Anschließend befahl der Rat der Jedi Cree, die verbliebenen Geräte zu zerstören. Doch laut Meister Cordova blieb dabei ein Kompass unauffindbar. Wenn sie ihn fänden, hätten sie eine Passage durch den Abyss. Marin erkennt das Potenzial von Tenderloy als sicherer Hafen für die Flüchtlinge des versteckten Pfads und schließt sich der Crew an, als diese sich aufmacht, um den letzten Kompass zu finden. So. Wieder oben ist es. Die Nihil. Eieiei, wie viel Text denn noch? Hallo? Eine Gruppe kaum fassbarer, mächtiger Marodeure entwickelte sich zu einer der größten Bedrohungen während der Ära der Hohen Republik. Sie hatten Methoden, um durch den Hyperraum zu navigieren, über die andere nicht verfügten. So sorgen sie für Chaos in den instabilen Grenzgebieten der Republik und führten sogar einen Überraschungsangriff auf Tenderloy aus. Im Angesicht dieses einzigartigen Feindes befahl der Rat der Jedi den Rückzug von Tenderloy und alle Möglichkeiten, es zu erreichen, zu zerstören. Um die Bedrohung durch die Nihil endgültig abzuwehren, mussten alle Ressourcen der Jedi gebündelt werden. Da bist du ja. Die Mantis ist in perfektem Zustand und startbereit. Also, wohin geht's? Zurück nach Kobo. Wir brauchen einen speziellen Kompass zur Navigation durch den Abyss. Ein Kompass? Okay, klar doch. Was immer du sagst, Kleiner. Oh, und Marin kommt auch mit. Moment, was? Marin kommt mit uns? Warum sagst du das erst jetzt? Ich hätte sauber machen können. Na, großartig. Geht's los. Jetzt, wo Marin bei uns ist, geht's zurück nach Coruscant, Kumpel. Wieso denn jetzt Coruscant? Obo. Jetzt, wo Marin bei uns ist, geht's zurück nach Coruscant? Wir haben erst 52% auf Kobo. Naja, gut. Die Mantis hat sich verändert. Ah ja, Cal und Bolt sind keine gute Putzkolonne. Ich habe heute Morgen geputzt. Warte, habe ich das? Nein, habe ich nicht. Meine Schuld. Marin, ich wusste nicht, dass du kommst. Vielleicht mache ich uns Scarce Steaks. Warum bist du wieder mitgekommen? Seer und ich denken, dass Tenelor eine Zuflucht für vom Imperium Verfolgte sein sollte. Vom Imperium verfolgt, was? Langsam wird's voll hier. Ja, aber ist doch schön. Und es nette Gesellschaft. Bei ihm bin ich mir noch nicht sicher. Wir landen gleich. So, da haben wir jetzt wieder einige Bereiche, die wir erkunden können. Aber zuallererst geht's einmal aufs Dach. Ist jetzt Nacht, sehe ich das richtig? Willkommen auf Kobo. Cal, zum Glück bist du zurück. Hier war was los. Einfach furchtbar. Ist irgendwas passiert? Die Raiders besuchten uns wieder. Ihnen gefiel der neue Droide. Sie. Weggeschnappt. Sie haben sie mitgenommen. Das war ein Droidnapping. Ich hoffe, mein Salon steht noch, Törgel. Ich wette, das ist alles deine Schuld. Ich bin unschuldig, Meister Grease, ganz ehrlich. Es war Dagon. Er will nach Tenerlor. Mit sie hat es wohl mehr auf sich, als wir dachten. Vielleicht versteckt in ihren Speicherbänken. Wir müssen sie retten. Er wird sie verschrotten, sobald er hat, was er will. Es wird nicht leicht, sie zurückzuholen.
Die Raider-Basis ist im Sumpf. Sie haben ein altes Luca-Halt-Kampfschiff aus den Klonkriegen. Schon gesehen. Es hat sehr viel Feuerkraft. Genau wie wir. Sie hat recht. Zeit, dass wir loslegen. Na, das hört sich doch toll an. Sie haben, was Sie wollten. Jetzt sind Sie in Ihrer Festung und fühlen sich sicher. Sie werden es nicht erwarten. Vielleicht nicht. Aber liegst du falsch, werden Sie Rache wollen. Keine Sorge. Ich bleib hier und sehe nach Grease und den anderen. Ganz sicher? Ihr zwei schafft das schon. Lass sie nur nicht ohne Aufsicht schwimmen. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Schöne Axt. Ich bin Mosey. Maren. Na dann. Ich spähe voraus. Wir sehen uns. Lass sie nicht alleine schwimmen. Ich gehe vor. Wir sehen uns. Gut. Die Crew kehrt nach Kobo zurück und erfuhr, dass in ihrer Abwesenheit die Bedlam Raiders den Außenposten angegriffen und sie versteckt hatten. Aus Angst, sie würde verschrottet, sobald Deng erfährt, dass sie nichts über den Kompass weiß, beschließen Kale und Boots ihrer Rettung einen Tolkien-Angriff auf die Raider-Basis selbst. Ein verlassenes Luca-Hulk-Kriegsschiff. So, wir haben... Oha, warte mal, da oben. Und dort unten. Okay, wir gehen erstmal kurz wieder da oben drauf. Da habe ich offensichtlich jetzt tatsächlich verpeilt, mir eine Abkürzung mit einem Seil zu machen. Das heißt, ich muss jetzt wieder gucken, dass ich über den Blödsinn hier komme. Warum kann ich nicht hiermit fliegen? Das wäre so gut. Mal ganz kurz gucken, dass ich da nicht noch was anderes übersehe. Nee, tue ich nicht. Oh, warte mal. So, was lässt der fallen? Sieh dir das an. Priorit, okay. Du kennst die Geschichten nicht. Nein, nein, ich werde da nicht einfach so rausgehen. Schön. Ich hab was gehört. Formation wechseln. Aha. So, jetzt muss ich hier einmal wieder komplett rum. Das soll nicht das Problem sein. Ist ja nicht das erste Mal, wird nicht das letzte Mal sein. So, hiermit kann ich noch immer nichts tun. Jetzt muss ich aber mal ganz genau gucken. Da links kann ich das abmachen und da kann ich dann vielleicht an der Wand irgendwie lang. Nach oben zu kommen. Das heißt, hier ist so. Dann kann ich hier das Seil schneiden. Das sieht durchaus respektabel aus. Dank deiner Kultivierung konnte ich unseren Garten vergrößern. Hi, Pili. Bis jetzt war Kobo sehr freundlich zu mir. Und die Energie dieses Dachs hat mich förmlich angezogen. Du spürst eine Verbindung zu diesem Garten. Ja. Wir werden einander beim Wachsen helfen. Sieht aus, als hättest du bereits begonnen. Die Ranken? Ja, sie sind über Nacht gewachsen. Aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Wenn du neue Samen pflanzt, werde ich dir alles darüber erzählen. Aber, wie gesunde Wurzeln, solltest du darauf achten, dass es genug Platz gibt. Zieh die Pflanzen groß, die wir haben. Und ich sorge rechtzeitig für mehr Platz. Okay. Diese Feuerananas wird blühen, ich bin ganz sicher. Die Frucht unter den Wurzeln ist durchaus schmackhaft, wenn du ihre Schärfe erträgst. Feuerananas. Ist entfernt mit dem Kaktusball verwandt und teilt mit ihm die charakteristischen kegelförmigen spitzen Stängel. Doch nur die Feuerananas erblüht zu einer Blume, die aussieht wie eine Feuersbrunst, daher auch der Name. Ihre Früchte gelten bei manchen als Delikatesse, aber der stechende Geruch ist für Spezies mit einem feinen Geruchssinn ebenso abschreckend wie der intensive Geschmack. Willst du ein paar Samen pflanzen?
Wir haben so viele neue, ne? Den habe ich, warte mal. Sammeln aus dem Garten, aber den. Ah! Nabu grün, Lucia gelb. Die habe ich bestimmt. Wir haben eine neue Pflanze gefunden. Reden wir mit Peli darüber. Hey, Moment. So noch nicht. Die habe ich, glaube ich. Oder habe ich die grün? Ich habe keine Ahnung. Dornenpflaumen. Feuerananas. Kann ich nicht auswählen. Warum kann ich nicht auswählen? Kann ich auswählen. Aber die habe ich schon. Ich bin verwirrt. Es ist dunkel und das ist nicht gut. Ich sehe, du hast einen Dornenpflaum eingepflanzt. Er ist süß, aber Vorsicht. In diesen Federn befinden sich Nadeln so spitz wie Klauen. Der Dornenpflaum wurde zuerst auf einem Planeten voller Raubtiere entdeckt, die dort um die Vorherrschaft kämpften. Die Pflanze war bei den Bestien wegen ihrer nährstoffreichen Knollen sehr beliebt und entwickelte zur Verteidigung getarnte Dornen in ihrem hübschen Pflaum, die spitz genug sind, um blutende Wunden zu verursachen und hoffentlich alle hungrigen Raubtiere abschrecken. Ich glaube, dieser Knollenschlund wird sich in der Erde wohlfühlen. Die grellen Farben sollen Raubtiere einschüchtern. Dabei ist die Pflanze harmlos und wirklich hübsch. Der Knollenschlund gelten als unerwünschtes Unkraut, seit neugierige Sammler Proben mitgenommen und das purpurrote Herz der kleinen Pflanze bewundert haben. Als dieses dann zu einem kaum zu bändigen Haufen von Knollen aufblühte, fanden viele sie hässlich und warfen sie weg. Die Pflanze überlebte in den Rissen und Spalten der Gesellschaft und geht die weiter, trotz der Ablehnung durch die Elite der Blumenzüchter. Oh, hallo. Oh, hallo ist okay, aber jetzt kann ich die Ranken hier benutzen, die sind neu, deswegen konnte ich das vorher nicht, alles klar. Die sind hier, weil ich Pili gefunden habe. Ah. Oh nein. Ich muss ruhig bleiben. Bitte nicht wieder so wie gerade. Also, war es letzte Folge? Es war die letzte Folge, ne? Ah, ein Kampf. Doppel. Nee, doppel. Wer ist da drüben? Ja. Das funktioniert echt. Nervig. Ja, okay. Dass die nochmal mit den Gatlings nachgekommen sind, war echt doof. Das ist viel doofer, viel blöder ist, dass ich jetzt nicht einfach sofort neu starten kann, sondern es wieder rausgeladen werde und dann wieder reinladen muss. Und irgendwie hängt das gerade im Laden. Was ist los da? Komm. Irgendwas stimmt noch nicht. Ja, ist schon klar. Dass er da hinten würde. Na dann.
Komm schon. Lass die nicht entkommen. Ach du Schande. Das war ja gar nicht so schwer. Bisschen nervig mit den Gatling-Hainos, aber ansonsten erträglich. Jetzt lädt der halt wieder so lange. Das ist ein bisschen doof. Also so viel haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil ich viel lesen musste, ne? Das hat funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie es mir gefällt, dass es Nacht ist. Jetzt müssen wir nach und nach gucken, wo wir hin können. Noch hier in dem Bereich scheinen... Ah, jo, die Laser. Das kann ich machen. Ich kann jetzt durch die Laserbarriere, dann komme ich hier in den ganzen Bereich. Das finde ich ganz gut. Hier komme ich noch... Und hier komme ich jetzt auch lang. Das sollte ich vielleicht zuerst... Wobei, Laserbarriere... Beides. Wir gehen... zuerst mal dahin, weil das ist nur ein kleiner... Ich finde es noch nicht gut, dass es dunkel ist. Aber es geht hier lang. Vielleicht mal gucken sollen, wie ich da genau lang soll angeblich. Weiß nicht, gegen was sie da kämpfen. Auf den Kampf konzentrieren. Hör auf, meine Truppen zu demontieren. Ah. Da komme ich wieder mit einer Rollmine rein, die ich momentan nicht habe, aber vielleicht kriege. Lass ich mal ganz kurz gucken. Da ist eine Brille da oben. Das hätte ich wahrscheinlich sogar schon geschafft ohne den Dash. Aber vielleicht wären die Ranken dann noch nicht da gewesen. Die Pili. Das wäre durchaus eine Option. Wie dunkel ist, finde ich nicht so schön. Komm. So jetzt. Hey, kleiner Freund. Kann ich nur streicheln? Okay. Oha. Sieht aus, als wäre hier ein Gegner noch versteckt, möglicherweise. Mechanische Berührung. Der Außenposten ist klein, wächst aber stetig. Diese Entwicklung bedeutet, dass mein Geschick als Mechaniker Aufmerksamkeit erregt hat. Ich wurde um Hilfe gebeten. Er wollte es nicht, aber ich habe es trotzdem getan. Ich denke, die Automatisierung einiger dieser Kugelgranaten hat uns weitergebracht. Aha. Was ist das?
Sehen wir es uns an. Zurückgezogenes Geschenk. Die anderen graben zu viel. Sie beschädigen die Würfel. Es reicht, es reicht. Die Kugeln werden sie aufhalten. Sie werden sich von den Würfeln fernhalten, sonst... Hey, sieh dir das an. Meoritklumpen. Das ist gut, jetzt komme ich raus und dann kann ich da unten den Gang machen, der bis gerade eben noch rot angezeigt wurde, weil ich keinen Zugang zu einer Granate hatte. Zumindest keinen direkten Zugang. Ja, komm, komm, komm. Put, 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 put. Und können uns den Boni holen. Oh, schön. Oh, schön. Viele Punkte. So, dann haben wir das weg. Dann wollte ich jetzt da links ran, um durch die Tür zu kommen. Ich kann wahrscheinlich kürzer, schneller einfach mal da vorne zum Meditationspunkt. Dann mache ich eine Schnellreise. Wenn wir den Bereich da weg haben, dann ist mit der Folge auch Schluss. Das Sendebereich ist größer, dann ist vielleicht schon früher Schluss. Das muss ich mich noch. Da muss ich mich noch entscheiden. So, einmal in die Fähigkeiten rein. Schwert! So, wir haben jetzt schon die neue Parade. Doppelklinge. Dazu allererst einmal Abwehrstoß. Ringen und Dreieck drücken. Okay. Und halte Dreieck, um einen Angriff auszuführen, den Gegner im kleineren Bereich mit Magnet anzieht und Karl in die Luft hebt. Nehmen wir auch. Okay. Oh, das ist eine nette Sache, ja. Und dann den Rest nächste Mal wieder 4 Punkte sammeln. Eine Schnellreise. Jetzt muss ich schauen, wo das genau war. Ich glaube hier, ne? Ja, das sieht richtig aus. Der Bergaufstieg. Dann aber die Schilde durch. Natürlich hat er mich erwischt. Hierher, Kumpel! Kann ich hängen? Ist ja leichter kaputt zu machen. Deine Abwehr ist ziemlich gut. Immer an dir ab. Es wäre alles leichter gewesen, wäre der nicht so nervig gewesen. Oh, guck mal da unten. Kann ich einfach runter, ne? Das, was ich sehe. Ist halt dunkel. Aber ja. Kerl, mein Junge! Oh, dich erwartet ein Genuss! Ach, was angelst du?
Ich jage den wilden Mi-Fisch. Wusstest du, dass der Mi der erste Fisch war, den der kleine Skuva gefangen hat? Muss ein anstrengender Tag gewesen sein. Ei, ich war damals gerade mal so groß. Der kleine Skuva ist geradewegs ins Maul der Kreatur geschwommen. Ob das jetzt als Fangen gilt, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall scheint es kein großer Fisch zu sein. Der Mähfisch. Ach man, ich muss immer warten, bis die Meldung kommt. Mal direkt in die Datenbank gucken. Jo. Der Mähfisch ist ein Blender. Er präsentiert sich mit breiten Flossen in grellen Farben, aber hinter seiner prächtigen Erscheinung verbirgt sich ein bösartiges, waghalsiges Raubtier. Sein Maul, das aus dem flachen Körper herausragt, ist gesäumt von hunderten kleiner, aber rasiermesserscharfer Zähne, die die kleineren Fische förmlich zerlegen, von denen er sich ernährt. Zudem versucht er, bei denen Blut zu saugen, die ihn fangen wollen. Kein blankes Fleisch ist vor einem Mähfisch sicher. Aber ich war so zäh, dass er mich kein bisschen verdaut hatte, bevor meine Freunde uns rausgefischt hatten. Klingt, als hätte es eher dich gefangen. Ei, erinnert mich an früher. Bleib da, Junge, dann erzähle ich eine Geschichte. Natürlich. Hey, Skuva, was ist mit den Piraten passiert? Da waren sie also. 4 Quarren, mit Speeren bewaffnet. Und jeder wollte aus meinem kleinen, weichen Kopf einen Kaminschmuck machen. Ich blickte zu meinem Captain und der starrte zurück und fädelte mit den Armen wie ein Kobberfisch in der Brunft. In Richtung der Harpune in meiner Hand. Für einen schwarzen Augenblick wollte ich diese Piratenquarren mit meiner Harpune gegen die Felsen nageln. Aber etwas hielt mich davon ab, den Auslöser zu betätigen. Vielleicht war es das Funkeln, das meinen Blick ablenkte. Das Funkeln eines vorbeischwimmenden Glumbrigals. Was würden diese Piraten von einer ganzen Schule funkelnder Glumbrigale halten, dachte ich. Also öffnete ich meinen Mund und ließ den Brunftschrei des Aals erklingen. Du sprichst Aalisch? Ei, aber mein Mikro war ausgeschaltet. Nur der kleine Skuva hörte den Ruf. Aber mein irrer Gesichtsausdruck erschreckte die Quarren und sie ließen ihre Blaster fallen. Bis sie wieder bei Sinnen waren, schwammen wir bereits davon, so schnell unsere Flossen es erlaubten. Erst später, als wir an Bord des Schoners der Zephire flohen, erkannte ich, wie nah die wirkliche Gefahr war. Aber davon erzähle ich das nächste Mal. Ah, Kollege. So, Schatz hinterm Wasserfall, oder? BD, schau, eine Meditationskammer. Ach nee. Das würde jetzt wahrscheinlich in den Rahmen springen, wobei wir machen die noch und erkunden den Bereich oben das nächste Mal. Schätze ich. Das ist tatsächlich ein Schatz hinter dem Wasser. Willkommen, Jedi. Unsere Probleme sind oftmals eine Frage der Perspektive. Indem wir unsere Position verändern, verändern wir auch unser Denken. Kobos einzigartige Eigenschaften, die gut wie die schlechten, wurden von allen Besuchern bemerkt. 2 Jedi sprechen über ihre versteckten Favoriten auf der Planetenoberfläche. Durch diese neue Sichtweise kann ein Problem begreifbarer werden. Das kommt mir bekannt vor. Ich kann's auch nicht nochmal auslösen. Ist ja doof. Das Gespräch nicht da. Okay, ich muss wieder mit BD arbeiten. Da ist eine Kugel. Da ist halt nicht ganz hoch, okay. Eine Kugel ist schon mal gut. Da ist noch ein Echo. Gerade nicht gesehen. Ich habe gehört, Dagon war im ersten Transporter, der abgeflogen ist. Unsinn. Das würde er niemals tun. Wo immer er ist, wir brauchen ihn. Das ist nicht gut. Einer für alle.
Dagan Garrow ist nach seinem, wie einige berichten, Amoklauf verschwunden. Andere hoffen, dass er die schon einmal zurückkommt und sie verteidigt. Nein! Okay. Hey du. Nimm mir das Visier, Kollege. Hey, Kumpel. Warum kann ich denn dein Visier nicht benutzen? Wird zwei geben, soweit bin ich dann schon mal, denke ich. Achso, hier habe ich das Ding rausgeholt. Da ist ein Echo noch. Ey! Und ich weiß nicht, warum ich das Visier nicht einschalten kann. Ich finde seine Stille im Vergleich fast ohrenbetäubend. Und dennoch liegt darin ein einzigartiger Frieden. Welten entfernt. Zwei Jedi der Republik diskutieren angeregt die Unterschiede zwischen ihrer neuen Heimat auf Kobo und ihrem alten vertrauten Leben in der Hauptstadt der Galaxis. Alles okay bei dir? Mit ihm quatschen? Nee. Wie läuft's denn so, BD? Ich will nicht mit dir quatschen. Bin ich denn jetzt gerade ein bisschen aus dem Durcheinander? Kann das sein? Steuerung. Controller, da kann ich so sehen. Warte mal, heilen. Kampfstil, BD1 aktivieren. Magnetsprinten, verlangsamen, interagieren. Ziel wählen. Fokusschub. Werdenunterstützung. Kartenabkürzung. Ich kann nur ziehen oder schieben. Ich kann den auch nicht aufhalten. Obwohl ich ihn will eigentlich, muss ich hier den zweiten rausholen. Dafür will ich das Feuer machen. Dafür muss ich das BD-Visier aktivieren. Was ich aber gerade nicht hinkriege. Ich kann BD aktivieren, aber ich kann nicht in das Visier gehen. Was Blödsinn ist, weil es eigentlich gehen sollte. Ich muss mal einmal ganz kurz schauen, was da falsch ist. Okay, also laut Netz brauche ich nur unten drücken. Warum klappt das nicht? Hi, BD. Sollst du nicht quatschen, BD? Du sollst mir dein Ziel geben. Da müssen wir ja gar nicht lange diskutieren. Ich weiß ja, was ich tun soll. Ich muss von hier aus mit dem BD-Visier einmal da oben hinspielen, um an die Datasette zu kommen und einmal dahin irgendwie, weil ich nicht durchs Wasser, um die Spur zu ziehen. Oh, hey. Warte mal. Kann ich das nicht, weil hier feucht ist oder was? Hey. Hey, Kumpel. Offensichtlich geht's auch nicht, wenn ich stillstehe. Er quatscht nur mit ihm. Das ist gerade echt.
Seltsam. Also keine Ahnung, dann machen wir das alles doch nächste Folge. Ich versuche rauszukriegen, wo das Problem ist. Und bedanke mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Steffel.